Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge bei Enshrouded. Ja, nachdem wir in der letzten Folge uns die mehr oder weniger Kirche der verlorenen Hoffnung angeschaut hatten, die sehen wir da im Hintergrund gerade nochmal, sind wir hier auf diesen Bauernhof gestoßen. Und ich hatte euch ja zum Ende der letzten Folge schon so ein bisschen angeteasert gehabt, dass es hier ein Geheimnis zu ergründen gibt. Das wollen wir jetzt uns natürlich mal gemeinsam anschauen. Und nein, es ist nicht der Brunnen. Auch wenn wir uns hier gerade richtig ergiebig nochmal mit Wasser auffüllen können. Aber das ist nicht das Geheimnis, um das es hier geht. So, wir gucken uns erstmal um, ob wir hier nochmal irgendwas Wertvolles vielleicht kriegen. Naja, es scheint bloß Holz zu sein. Ja, wobei doch. Metallschrott kriegen wir auch nochmal. Oh, doch. Das lohnt sich damit doch noch ein bisschen mehr, als ich dachte. Ich habe jetzt nur mit Holz gerechnet, aber in den Fässern scheint teilweise noch Beute drin zu sein. Oh, Nägel, okay. Ja, es lohnt sich anscheinend doch. Ich sag auch, wenn es nur das Holz wäre. Auch nochmal ein paar Nägel. Cool. Ja, es hat sich auf jeden Fall schon ein bisschen gelohnt. Alles nochmal verwerten, was wir können. Ja. Nehmen wir ruhig alles mal mit. Den Stellen hier ist sowieso nichts mehr drin, was sich noch lohnen würde. Oh, die Steine können wir ruhig mal vernichten. Die brauchen wir definitiv nicht. Ja. Eigentlich bräuchte man das Schild auch nicht unbedingt. Aber viel eher mit Ausweichrolle arbeiten. Kurios, normalerweise bekommt man hier immer Heu raus, aber diesmal. Nee, tatsächlich bloß. Ich dachte, das liegt vielleicht am Werkzeug. Aber tatsächlich nein. Macht keinen Unterschied offensichtlich. Naja, die ganzen Fasern werden wir irgendwann sowieso wieder gebrauchen können. Darum, warum nicht jetzt schon mitnehmen. So, und dann gucken wir mal in die Gebäude hier, ne? Hier ist auf jeden Fall schon mal ein Keller, ne? Sieht man schon mal. Da passt dann, wir gehen in den Keller ruhig einfach mal als erstes rein. Glaube ich das? Widerlichen Ratten hier. Wir legen das Schild mal ab. Das brauchen wir, denke ich, nicht. Nimmt uns im Moment nur unnötig Platz weg. Sogar mal Baumharz. Ironie, ne? Boah, glaube ich das? Gottverdammte kleine Ratte. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, wir bräuchten schon wieder Platz, ne? Hm.
Komm, nimm mal die andauernd her hier, sag mal. Oh, theoretisch gesehen brauchen wir die Äste nicht. Guck mal lieber, dass wir ein bisschen hiervon mitnehmen. Was auch immer wir hier finden. Wird auf jeden Fall wertvoller sein. Hat sich jetzt schon gelohnt. Rucksack voll. Jetzt fängt das wieder an, dass wir nicht mehr genügend Taschenplätze haben. Ja. Tja, tja, tja. Da ich das nicht verwende, brauchen wir das mal weg. Getrocknete Beeren. Ach, toll. Ich dachte, das ist was Wertvolles und das sind getrocknete Beeren. Immerhin ein bisschen was an Stoff und ein bisschen anderes Kram, was nicht ganz so mega useless ist. Noch irgendwas, was wir nicht unbedingt brauchen. Die benutzen wir mal und schon haben wir wieder Platz. Ja. Manchmal muss man ein wenig kreativ werden. Dass man den Sack hier nicht trifft, nervt mich ein bisschen. Wenn ja keine halben Sachen machen, ja, ne? Wenn ja alles schön mitnehmen. Ja, Nägel. Ja, schön, da hat sich jetzt schon gelohnt. Jede Menge Metallwaren drin, die wir sonst erst mühselig craften müssen. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwo was ist. Bisschen Gun. Bücherregale, aber ja, die brauchen wir, denke ich, nicht. Die brauchen wir, denke ich, nicht unbedingt. Die können wir zur Not auch da lassen. Das passiert, wenn ihr eure Steuern nicht bezahlt. So, erstmal hier nochmal gucken. Ja gut, das ist wirklich bloß Holz, ne? Ich dachte, hier war jetzt noch irgendwas Besonderes, aber anscheinend nicht wirklich. So, was haben wir denn hier? Ich habe ihn tief vergraben. Gestern kamen sie wieder in Scharen.
sonnengegerbte Heiden. Sie verrenken ihre Körper jedes Mal, wenn sie vor ihren Göttern, ihren Idolen, den Erbauern knien. Zu viele Mäuler zu stopfen und immer die Hände für Almosen geöffnet. Ich würde sie ja ins Ödland schicken. Mich halten sie nicht zum Narren. Ich habe meinen Schatz auf meinem eingezäunten Hinterhof bei den Unterständen vergraben. Dort werden sie ihn nie finden, nicht unter all dem Schlamm. Heute Nacht werde ich gut schlafen. Mhm. Da haben wir nämlich auch das Geheimnis, um das es hier geht. Hm? So, dann machen wir es mal bloß nach oben nochmal gucken. Was wir hier in der oberen Etage noch haben. Hier wäre nochmal ein Bett. Eigentlich ein schönes Haus, ne? Eigentlich ein echt schönes Haus. Zwei große Kamine. Wow. Okay. Er hatte Rückenprobleme, ne? Die wollten ihn bloß ein bisschen strecken. Orthopädische Maßnahmen sozusagen. Oder ergotherapeutische. Naja, wenigstens ist er nicht beim Scheißen gestorben. Wenigstens war er nicht auf dem Pott, als er gestorben ist, ne? So, gucken wir nochmal, ob hier noch irgendwas ist. Hier ist noch eine Truhe. So. Und dann gucken wir unten mal. Nach besagtem vergrabenem Schatz. Hm? Bei den Höfen hat er gesagt, unter dem Schlamm. Müsste er dann theoretisch irgendwo hier hinten sein. Hm? Ah, okay. Brauchen wir gar nicht großartig suchen. Hm? Zum Glück. So, da tauchen wir mal weg. War leider kein Feuerzauberstab, aber ein Eiszauberstab. Ist auch nicht so schlecht. 14 Schaden. Hm. Leider ist der schlechter als den, den wir halt haben, ne? Ich meine, gut, unserer ist maximal aufgewertet. Das darf man auch nicht vergessen. Der war Level 6. Naja, ich meine, gut, der ist halt nur Level 3. Das wird schon der Grund sein. So, den können wir auf jeden Fall schon mal vernichten hier. Den brauchen wir auf jeden Fall nicht. Und schon haben wir nämlich wieder ein bisschen Platz. Schon haben wir wieder ein bisschen Platz. So, aber das war auf jeden Fall schon mal das Geheimnis des, ne? Das Geheimnis des Bauernhofes hier. Haben wir direkt nochmal einen Schatz gefunden. So, dann können wir uns hier nochmal ein bisschen umgucken. Einen Platz frei haben wir theoretisch noch, ne? Gucken wir hier nochmal mal ein bisschen nach Beute. Sicher. Detailschrott lohnt sich auf jeden Fall immer. Haben wir sogar nochmal ein Geheimversteck gefunden. Ja, noch ein Heiltrank. Noch ein Heiltrank, da sage ich nicht nein. Ja. Das war's tatsächlich. Haben wir noch Platz? Nee, natürlich haben wir keinen Platz mehr. Ne? Natürlich haben wir keinen Platz mehr. Tja. Ich würde fast sagen, so viel Stoff brauchen wir nicht. Rennen wir uns mal vor dem Stoff hier.
Dann nehmen wir nämlich lieber hier noch ein paar Tomaten mit. Die können wir dann nämlich schon mal einlagern. Und wenn wir die Bäuerin dann haben, können wir dann später auch mal Setzlinge daraus machen. Ne? So, damit waren wir hier schon mal. Ja, hier wäre jetzt rein theoretisch der Elixierbrunnen. Ist natürlich die Frage, ob wir das überleben, wenn wir da hinreisen. Wir haben halt immer bloß fünf Minuten Zeit, uns da unten zu bewegen. Das ist halt jetzt so ein bisschen die Frage. Mach mal eins, wir haben ja hier noch so ein Miasma-Trank-Gedönsdingsen. Hauen wir uns mal ordentlich voll. So, da müssen wir mal gucken. Was soll der? Oh. Okay, ist glaube ich eher oben. Ist glaube ich eher oben. Müsste theoretisch hier irgendwo sein. Ah, ist es auch. Oh, das war nicht so gut. Oh, jetzt müssen wir uns nämlich ein bisschen sputen hier, ne? Müssen wir uns ein bisschen sputen. Damit wir die Zeit im Miasma auch überleben hier unten. So, da unten ist der besagte Punkt, wo wir hin müssen. Große Frage ist, wie kommen wir da jetzt am besten hin? Von hier aus hin nicht? Die Dinger sind immer ein bisschen ätzend, diese Käfer. Das Gute ist, die Dinger brauchen wir halt irgendwann. Warum sammeln wir sie lieber jetzt ein, wo wir hier gerade so eine riesen Menge von denen haben? Komm schon, hau mal ab hier. Noch irgendwo so ein komischer Bau? Hier hinten noch, ne? Schwert ist echt heftig, was wir hier haben. Gott. Oh, ich glaube, das waren aber alle. Ich glaube, das waren alle. Oh.
Miasma erstmal erledigt. Jetzt geht das wieder los, dass uns irgendwelche Sachen nicht ins Inventar passen. Dann gucken wir mal, ob wir hier Trick 17 machen können. Ach, das wäre so ein komisches Schildchen. Das hat sich aber auf jeden Fall schon mal gelohnt. So. Gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas Gescheites kriegen. 7 Kraft. Ach, du Gott. Ach komm, jetzt zerlegen wir mal. Den werden wir so ohne weiteres nicht brauchen. Den Bogen brauchen wir eigentlich auch nicht. Unserer ist schon deutlich stärker. Können wir auch zerlegen. Haben wir gleich wieder ein bisschen Platz. So, theoretisch gesehen könnten wir uns von hier aus direkt wegteleportieren. Hm? Theoretisch gesehen könnte man es von hier direkt wegteleportieren. Dann sparen wir uns nämlich den ganzen Weg hier wieder rauszulaufen. Jetzt glaube ich nicht so verkehrt. Natürlich bloß ein bisschen ätzend, dass wir hier noch keinen Bindepunkt haben. Ne? Wird noch mal ein bisschen... Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ich glaube hier draußen war einer, ne? Ich glaube, hier hatten wir doch hier entsprechende Tempel. Müssen wir bei Gelegenheit mal gucken. Heute fast haben wir... Wir gucken hier oben noch mal ganz kurz. Hier dürften noch mal ein paar Gegner rumstehen. Vielleicht spielen wir auch noch ein paar Truhen. Und dann teleportieren wir uns von hier oben dann weg. Machen wir es so rum. Da spielen wir, wie gesagt, noch ein bisschen Beute. Ich wundere es, dass von hier keine Käfer rauskommen. Sind eigentlich alles so eine Spawnpunkte, wo die Käfer rauskommen. Bisschen merkwürdig. Staune ich gerade ein bisschen. Oh, wo ist er denn? Der schreit hier die ganze Zeit rum. Wo ist er denn? Da oben ist noch einer. Können wir auch noch mal gucken. Hier sind auch noch Käfer. Oh, das war nicht gut. Das war nicht so gut. Haben wir schon extra das ganze Miasma beseitigt und dann rennen wir noch rein in so eine Plörre hier. Oh, den können wir theoretisch auch gleich zerlegen. Den brauchen wir halt auch nicht. Dann haben wir schon mal eine ganze Menge Runen, die wir wieder zum Upgraden nehmen können. Das ist so verkehrt. Und hier geht das Miasma wieder los, ne? Jetzt bloß hier oben noch mal. Und da glaube ich auch noch welche. Ah ja, hier ist noch einer.
Macht echt ordentlich Schaden, das Schwert. Da haben wir einen richtigen Glücksgriff gehabt. Was war das hier, Christian? Dürfte eine ganze Weile wahrscheinlich die stärkste Waffe bleiben, die wir aktuell so haben. Aber echt nicht meckern. So, aber da geht's schon wieder raus, ne? Sind wir einmal komplett drumherum hinlaufen. Dann machen wir eins, wir teleportieren uns mal zurück nach Hause. Und beim nächsten Mal werden wir vom Anfangsstartpunkt mal über die Brücke laufen und werden mal gucken, dass wir hier den nächsten Flurschrein quasi freischalten. Hm? Damit wir dann weiter vorstoßen können und die nächsten Gebiete freischalten können. Das wird dann ein bisschen der Plan für die nächsten Folgen sein. Däumchen drücken, kommentieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei Enshrouded. Bis dahin schön gesund bleiben und ciao, ciao.